Hallo, wusstet ihr, dass man mit unserem Casio-Taschenrechner den Winkel zwischen zwei Vektoren direkt ausrechnen kann? Er hat eine eigene Funktion dafür. Das möchte ich euch jetzt zeigen. Normalerweise berechnet man den Winkel zwischen zwei Vektoren a und b ja mit der berühmten Cosinus-Formel, also Skalarprodukt der beiden Vektoren geteilt durch die Länge der beiden Vektoren. Und dann muss man von diesem Ergebnis noch den Arcos-Cosinus nehmen, um den Winkel Alpha selbst zu bekommen. Das machen wir jetzt aber nicht, sondern ich will euch zeigen, wie das unser Casio-Taschenrechner von selbst kann. Dazu gehen wir hier auf das Menü und wählen den Punkt 5 für Vektorrechnung. Dann bekommen wir hier ein Menü angezeigt, in dem wir Vektoren definieren können, also anlegen können. Und zwar bis zu vier Vektoren a, b, c und d. Wir beginnen mit dem Vektor a, Taste 1. Der soll drei Dimensionen haben. Und nun sehen wir hier den Spalten Vektor a. Den können wir mit Werten füllen. Wir machen mal 1, 2 und 3 immer schön mit ist gleich bestätigen. Und zurück in unsere Menüliste kommen wir immer mit der Option-Taste. Nun definieren wir uns noch den zweiten Vektor, also Punkt 1. Und wir definieren den Vektor b mit der 2. Der bekommt auch drei Dimensionen und wir geben mal die Werte 4, 5, 6 für diesen Vektor ein. So, immer mit ist gleich bestätigen und zurück auf Option. Sobald wir Vektoren angelegt haben, haben wir in diesem Menü nun einen weiteren Punkt zur Verfügung. Jetzt gibt es hier den Menüpunkt Vektorrechnung. Den wählen wir aus mit der 3. Und ab jetzt sind wir im Modus, dass wir Vektorrechnung machen können. Zurück auf Option. Und wir sehen nun hier so einen kleinen Balken. Das ist ein Scrollbar. Das heißt, wir können jetzt hier mit der Cursor-Taste diese Liste nach unten scrollen. Machen wir das mal. Dann entdecken wir hier den Punkt Winkel. Jawohl, den brauchen wir. Wir wählen also 3 zur Winkelberechnung. Angle, Englisch für Winkel. Hier in diese Klammer wollen wir nun die beiden Vektoren a und b eingeben. Dazu gehen wir immer zurück in unser Menü, wählen uns den Vektor a aus mit 3. Da ist er. Und als Trennzeichen hinter dem Vektor a brauchen wir ein Semikolon. Hey, wo finden wir das denn? Das ist hier. Also Shift, Klammer zu, haben wir ein Semikolon. Zurück ins Optionsmenü, weil wir den Vektor b jetzt brauchen. Punkt 4. Vektor b und Klammer zu. Jetzt müssen wir nur noch auf Ist gleich drücken und bekommen unser Ergebnis. Hurra, der Winkel beträgt 12,933 Grad. Hurra, das ist es. Ja, nun könnte man sagen, na gut, das hätte ich auch mit der Cosinus-Formel machen können, denn die ist auch nicht viel umständlicher als diese Schritte. Ja, zugegeben. Aber der Taschenrechner kann sein ganzes Potenzial ausschöpfen, wenn wir nicht nur hier so eine einfache Eingabe machen, sondern eine komplexere. Zum Beispiel, wenn wir aus dem Kreuzprodukt von mehreren Vektoren den Winkel dazwischen ausrechnen wollen. Probieren wir das mal. Wir gehen mal hier mit dem Cursor jetzt an diese Stelle und geben hier mal ein Kreuzprodukt ein. Das geht hier mit der Maltaste und Vektor b kriegen wir wie üblich über unser Optionsmenü hier rein. So, dann gehen wir noch hier ans Ende hinter den Vektor b und geben auch mal da ein Kreuzprodukt mit dem Vektor a an. So, was haben wir jetzt hier stehen? Wir wollen jetzt den Winkel ausrechnen zwischen a Kreuz b. Also der normalen Vektor von a und b und b Kreuz a, das ist also der umgekehrte normalen Vektor. Kleine Denksportaufgabe, wie groß ist der Winkel zwischen den beiden normalen Vektoren? 180 Grad, logisch. Denn wenn man die beiden Vektoren vertauscht, dann zeigt der normalen Vektor von diesem Kreuzprodukt genau in die entgegengesetzte Richtung und steht im Winkel von 180 Grad zu diesem Vektor. Okay, so kann man sich relativ komplizierte Vektorkombinationen hier überlegen, die der Taschenrechner dann in einem Schritt ausrechnen kann. Das finde ich eigentlich ganz schick. Gehen wir nochmal zurück zu unserem Ergebnis von dem Winkel von vorhin. Falls euch aufgefallen ist, dass ich hier so
schicke Tausender-Trennung haben, die das Ergebnis übersichtlich machen, 12,933 Grad. Wie habe ich das gemacht? Kann ich euch auch noch gerade zeigen. Dazu gehen wir in Setup, also Shift Setup, und scrollen die Liste einmal nach unten und noch einmal nach unten und finden jetzt hier den Punkt 4, die Tausender-Trennung. Wenn wir die einschalten, dann können wir hier die Tausender-Trennung ein- oder ausmachen. Und wenn ihr die einschaltet, dann bekommt ihr die Nachkommastellen so übersichtlich in Dreiergruppen gruppiert. Ich finde das ganz übersichtlich, ist aber Geschmackssache. Jo, probiert's mal aus. Das waren die Tricks für heute. Goodbye.